Hallo, ich bin Ellie Jenix und heute dreht sich wieder alles um Custom-Content-Frisuren. Viel Spaß! Wie bereits angekündigt, stelle ich euch heute wieder meine vier liebsten Custom-Content-Creator für Maxis Match-Frisuren vor. Dies ist der zweite und nach derzeitigem Stand auch der letzte Teil dieser Reihe. Falls du den ersten Part noch nicht gesehen hast, blende ich dir dann jetzt hier rechts oben ein. Aber du kannst natürlich auch mit diesem Teil beginnen und den zweiten Teil danach schauen. Es ist grundsätzlich ganz egal. Dies ist nämlich kein Ranking von Creatoren, denn ich finde wirklich alle gleich gut. Aber gut, dann beginnen wir gleich mit dem ersten Creator. Der erste Creator, den ich euch vorstellen möchte, der nennt sich AHARRIS00 Britney und dahinter steckt ein Simmer namens Austin. Übrigens ist dieser Creator ein EA Game Changer, das heißt, er arbeitet mit EA zusammen. Aber schauen wir uns am besten gleich einmal seinen Tumblr-Blog an. Falls du übrigens auf der Suche nach Hilfe bist, wie du dein Custom Content gut sortieren kannst, dann empfehle ich dir den The Sims 4 Mod Manager. Ich blende dir jetzt hier rechts oben ein Video ein, in dem ich diesen ganz genau vorstelle. Und hier sehen wir jetzt den Tumblr-Blog von AHARRIS00 Britney. Wie wir gut sehen können, kreiert er nicht nur Haare, sondern ganze Looks. Also hier haben wir eben auch Klamotten dabei, aber wenn man so durchscrollt, dann erkennt man, sein Fokus liegt eindeutig auf unterschiedlichen Frisuren. Wie auch die meisten anderen Maxis Match Creator stellt auch er seine Sachen über Patreon zur Verfügung. Und deshalb schauen wir uns jetzt gleich einmal seine Patreon-Seite an. Hier haben wir jetzt die Patreon-Seite von AHARRIS00 Britney. Wie immer können wir hier dann ein Mitgliedschaftslevel auswählen, das möchten wir jetzt nicht, sondern wir schauen uns jetzt ganz einfach seine Inhalte an. Dafür scrollen wir ganz nach unten, gehen auf alle Posts anzeigen und bei Level wählen wir jetzt Public aus, damit wir nur die kostenlosen Inhalte sehen. Und hier sehen wir dann auch schon seine neueste Kreation. Hier sehen wir eben die Frisur und was ich ganz praktisch finde, er fügt dem Ganzen auch noch mehr Informationen hinzu. Also hier sehen wir eben, es ist nur für das weibliche Geschlecht geeignet, von Teenager bis Senior und man kann es auch mit Hüten oder anderen Accessoires am Kopf kombinieren. Und wenn wir jetzt weiter nach unten scrollen, dann sehen wir eben noch jede Menge seiner anderen Kreationen. Aber sehen wir uns das Ganze am besten gleich einmal im Spiel an. Hier sehen wir jetzt schon eine Frisur des Creators, aber klicken wir uns einfach noch weiter durch. Wie wir sehen, der Creator bietet sehr viel Diversität, also es sind wirklich Frisuren von unterschiedlichsten Haarstrukturen, unterschiedlichsten Längen, Frisuren, Farben, es ist eigentlich so gut wie alles dabei. Und ich habe euch ja schon vorgewarnt, ich habe von ihm wirklich jede Menge Frisuren, also ich kann euch jetzt leider unmöglich alle zeigen, aber ich muss sagen, ich liebe wirklich jede einzelne davon. Ich kann euch jetzt auch gar nicht sagen, welche dieser Frisuren mir am besten gefällt, weil ich finde tatsächlich alle super toll. Und dann schauen wir jetzt noch ganz kurz bei den Männerfrisuren vorbei. Hier gibt es tatsächlich gar nicht so viel Auswahl und zwar gibt es nur diese Frisur. Also wie ihr seht, der Fokus des Creators liegt eindeutig auf Frisuren für Frauen. Und jetzt kommen wir schon zum zweiten Creator. Sein Name ist Doxil. Ich hoffe, ich habe das jetzt einigermaßen richtig ausgesprochen. Und dahinter steckt ein Simmer namens Ian. Viel mehr weiß ich dann tatsächlich auch nicht über ihn, außer dass er anscheinend Paul Rudds größter Fan ist. Ich weiß zwar nicht, in welchem Zusammenhang das mit Sims steht, aber es steht auf seinem Tumblr, also ist es ihm anscheinend sehr wichtig. Aber gut, dann schauen wir gleich auf seinem Tumblr-Blog vorbei. Und hier haben wir jetzt auch schon seinen Tumblr-Blog. Wie gesagt, er ist Paul Rudds größter Fan und sein Name ist Ian. Und wie immer sehen wir hier seine ganzen Kreationen. Was ich bei seinem Tumblr-Blog unglaublich großartig finde, ist, dass er hier unten immer diese kleine Animation hat, dass man die Frisuren wirklich von allen Seiten sieht. Und wie ihr euch vermutlich schon gedacht habt, auch er stellt seine Kreationen auf Patreon zur Verfügung. Und dann schauen wir am besten gleich einmal auf seiner Patreon-Seite vorbei. Wie immer habe ich den Filter aktiviert, dass wir eben nur die kostenlosen Inhalte sehen und hier sehen wir dann eben noch einmal seine neuesten Kreationen. Wie man sieht, er legt unglaublich viel Wert auf Details und was ich bei seinen Frisuren so liebe, ich weiß nicht warum, aber irgendwie sehen sie ganz besonders aus. Also ich finde, seine Frisuren kann man wirklich mit keinem anderen Creator vergleichen. Aber ich zeige sie euch jetzt am besten gleich einmal in-game. Und wieder sind wir bei der Familie Sisi und zwar sind wir jetzt bei unserer lieben Kim. Gut, dann klicken wir uns einfach einmal durch ein paar Haare durch. Also er macht wirklich Haare in verschiedenster Länge, verschiedenster Frisuren, verschiedenste Haarstrukturen, unterschiedlichste Farben und Styles. Bei ihm ist wirklich alles dabei.
Was ich bei ihm auch sehr cool finde, ist, dass er wirklich ein paar sehr besondere Frisuren dabei hat. Also zum Beispiel diese Frisur ist, wenn ich mich richtig erinnere, an Miley Cyrus angelehnt. Also so in etwa hatte sie Miley Cyrus und die Frisur heißt nämlich auch Miley. Dann gibt es zum Beispiel auch noch diese Frisur. Und zwar ist die an Jinx von League of Legends angelehnt, oder besser gesagt an Jinx von Arcane. Und natürlich bietet er auch noch viele weitere unglaublich schöne Frisuren, die du auf jeden Fall in deinem Spiel brauchst. Aber bevor wir weitermachen, schauen wir noch ganz kurz bei Michael vorbei. Und wie wir sehen, auch dieser Creator bietet nicht sonderlich viel Auswahl an männlichen Frisuren. Da haben wir nämlich tatsächlich nur diese eine. Und schon kommen wir zum dritten Creator und dieser nennt sich Green Llamas. Aber bevor wir weitermachen, wenn dir dieses Video gefällt und du gerne mehr Videos von mir sehen möchtest, dann vergiss nicht, mich zu abonnieren. Auf diesem Kanal kommen nämlich zweimal die Woche Videos über die Sims. Gut, wie gesagt, jetzt stelle ich euch den Creator Green Llamas vor. Über den Creator selbst habe ich leider gar nichts gefunden, deshalb kann ich euch auch nicht mehr über ihn erzählen. Aber auf jeden Fall kreiert er oder sie wirklich großartige Sachen. Wie du dir vermutlich schon gedacht hast, macht Green Llamas wirklich atemberaubende Frisuren, aber auch Bauobjekte oder andere Create-a-Sim-Items wie Accessoires oder Kleidung. Also bei ihm findet man wirklich alles. Aber schauen wir am besten gleich einmal auf den Websites vorbei. Und hier sehen wir schon den Tumblr-Blog von Green Llamas. Das ist übrigens nicht die Startseite davon, sondern wir sind jetzt gleich auf /Downloads und hier sehen wir eben jede Menge seiner letzten Kollektionen. Wie bereits gesagt, es sind keinesfalls nicht nur Frisuren, sondern eben auch Baumodusobjekte und jede Menge Outfits. Aber schauen wir uns am besten gleich einmal seine Patreon-Seite an. Und hier sehen wir jetzt die Patreon-Seite von Green Llamas. Wie wir sehen, sein letzter Beitrag war zum Beispiel eine ganze Kollektion, also das ist eben die Gossip-Kollektion. Und wie wir sehen, hier ist wirklich alles dabei. Also wir haben hier Klamotten für Männer, Accessoires für Männer, dann ein Oberteil für Frauen, eine Frisur für Frauen. Und hier haben wir dann auch noch eine weitere Frisur für Frauen, Schuhe für Frauen und Outfits für Frauen. Und wenn wir auf der Patreon-Seite jetzt weiter nach unten scrollen, dann sehen wir, wie vielseitig seine Kreationen tatsächlich sind. Aber gut, dann schauen wir uns seine Frisuren am besten gleich in-game an. Und anhand von Hannah zeige ich euch jetzt einige Frisuren von Green Llamas. Und wie ihr seht, auch dieser Creator macht wirklich atemberaubende Frisuren. Auch hier sehen wir unterschiedliche Längen, Styles, Haarstrukturen, also ja, auch bei ihm ist wirklich alles dabei, was man sich wünschen kann. Gut, aber dann schauen wir uns jetzt noch an, welche Frisuren für Männer er denn auf Lager hat. Und wie könnte es anders sein? Auch von diesem Creator gibt es nicht unbedingt viele Frisuren für Männer, und zwar gibt es nur diese drei verschiedenen. Und schon sind wir bei der letzten Creatorin angelangt. Und zwar nennt sich die letzte Creatorin, die ich euch heute vorstellen möchte, Aretha. Oder Aretha B, also sie benutzt immer einen dieser beiden Pseudonyme. Von Aretha habe ich übrigens auch jede Menge Custom Content in meinem Spiel, aber ich zeige euch am besten gleich ihren Tumblr-Blog. Und hier sehen wir jetzt ihren Tumblr-Blog. Wie man an ihrer aktuellsten Kollektion gut erkennen kann, macht auch sie nicht nur Frisuren. Also Teil ihrer neuesten Kollektion ist eben eine Frisur, dann zwei Ketten, Ringe, Kleidung und Schuhe. Also wie ihr seht, auch sie bietet die unterschiedlichsten Create-a-Sim-Items. Aber schauen wir am besten gleich einmal auf ihrem Patreon vorbei. Und hier sehen wir jetzt die Patreon-Seite von Aretha. Bei ihr ist es übrigens so, dass jeden Monat rund 5 neue Items kommen, also manchmal sind es mehr und manchmal sind es weniger. Und grundsätzlich kann man sie dann nach 2 bis 3 Wochen kostenlos herunterladen. Aber ich zeige euch ihre Frisuren jetzt gleich einmal in-game. Und hier haben wir jetzt wieder unsere Kim und anhand von ihr zeige ich euch jetzt einige Frisuren von Aretha. Aber was soll ich noch dazu sagen, schaut auf jeden Fall bei ihr vorbei. Auch sie macht wirklich unglaublich großartige und unglaublich vielseitige Frisuren. Also auch ihre Haare finde ich wirklich absolut großartig. Aber nun schauen wir natürlich noch kurz bei den Männerfrisuren vorbei. Und zwar schauen wir, was Aretha hier hat. Okay, auch Aretha hat tatsächlich nur eine Frisur, aber diese eben in unterschiedlichen Styles. Auch die finde ich sehr cool, auch wenn sie natürlich hier mit der Kapuze bei diesem Outfit jetzt ein wenig glitscht.
Und nun sind wir schon wieder am Ende meines Videos angelangt. Ich hoffe, es hat euch gefallen und ich hoffe, ich konnte euch ein paar Creator vorstellen, die ihr vielleicht noch nicht gekannt habt. Und dann freue ich mich natürlich wie immer über jedes Like, über jedes Abo und über jeden Kommentar. Und ich hoffe, wir sehen uns in meinem nächsten Video wieder. Bis bald!